Ja, herzlichen Dank für diesen freundlichen Empfang. Ich muss mich mal gleich entschuldigen, dass das heute hier später anfängt. Ich bin nicht so gut in meiner Terminplanung, habe irgendwie gleichzeitig in Linz auf zwei Kirtagen tanzen wollen. Und nachdem dieser Irrtum von mir bemerkt wurde, habe ich gesagt, ja, ich kann nur anbieten, dass ich eben nach 8 Uhr komme. Und so bin ich halt mit Verspätung jetzt hier. An sich hatte ich nicht vor, so eine PowerPoint-Präsentation zu bringen, weil ich mir denke, dass das Nachdenken über Zusammenhänge oft besser nachvollzogen werden kann in einem sozusagen traditionellen Referat, wo man einem Referenten gewissermaßen beim Denken hoffentlich zuhören kann. Ich werde aber dennoch ein paar Grafiken bringen, denn die Entwicklung von bestimmten Aktienkursen, Wechselkursen, die kann man natürlich nicht so gut verbal beschreiben. Woran ich mich auch halten möchte, ist jetzt einmal dieser Arbeitstitel, eine Systemkrise braucht eine Systemtherapie. Mit Systemkrise ist gemeint, dass für mich die Krise 2007 begonnen hat, niemals überwunden war, sondern sich nur in verschiedenen Etappen entwickelt hat. Und ich habe das schon vor 2 Jahren etwas sarkastisch als eine Farce in 5 Akten bezeichnet. Der erste Akt lautet Panik, Furcht und Reue. Das war unmittelbar nach dem Lehman Bankrott, wo die Politik alles versprochen hat, alles wird reguliert, der Staat muss her, das Geld zu retten. Keynes wurde sozusagen wieder zum Schutzheiligen einer kapitalistischen Marktwirtschaft. Und diese Reuephase dauerte aber nur 6 Monate, bis die Aktienkurse wieder kometenhaft zu steigen begannen. Das war bereits im März 2009. Und dann setzte der zweite Akt ein. Ich habe genannt, wir machen weiter wie vorher. Oder anders gesagt, wenn etwas so Unangenehmes den Eliten widerfährt, dass die freiesten Märkte ein so katastrophales Ereignis produzieren, dann entsteht eine kognitive Dissonanz. Dann ist das etwas äußerst Unangenehmes für ein Weltbild, das ja sagt, der freie Markt ist gut und die Politik ist eigentlich das Schädliche. Das ist dieses neoliberale Weltbild. Und wie geht man mit einer kognitiven Dissonanz um? Durch, wie das der Sigmund Freud genannt hat, Abwehrmechanismen. Man möchte damit nichts zu tun haben und zwei besonders beliebte Abwehrmechanismen sind Verleugnung und Verdrängung. Also sagen wir, es war nichts auf gut Wienerisch. Ein schwerer Betriebsunfall, zugegeben, gierige Banker und verantwortungslose Ratingagenturen, die haben das verursacht, die müssen wir jetzt ein bisschen disziplinieren und dann kann es weitergehen wie vorher. Hier mache ich einen kleinen Einschub. Nichts ist verführerischer, als sozusagen Schuldige zu benennen. Und je nach Position sind die Schuldigen für den einen die Spekulanten, die Finanzakrobaten, für den anderen ist es Griechenland, für den dritten ist es der Sozialstaat überhaupt. Und ich denke, die Suche nach Schuldigen ist generell dann ein besonders großer Blödsinn, wenn eine Krise systemischen Charakter hat. Weil in einer Systemkrise kann ich ja nicht sinnvoll sagen, der oder der ist schuld, sondern systemisch heißt, die Verhaltensweisen verschiedener Akteure, von denen jeder seiner eigenen Rationalität folgt, produzieren im Gesamtergebnis was Schlechtes.
Und jeder Einzelne handelt nach seiner Logik. Ich gehe sogar so weit zu sagen, wenn ein Akteur wie die Deutsche Bank sich in den letzten 15 Jahren immer mehr auf bestimmte Finanzspekulationen spezialisiert hat, dann ist sozusagen dieser soziale Organismus Unternehmen Deutsche Bank eben durch diese Art von Wertigkeit charakterisiert und ein junger Ökonom, ehrgeizig oder Trader, der jetzt in die Deutsche Bank eintritt, der möchte was werden, der möchte zeigen, was er kann und der möchte zeigen, dass er noch besser spekulieren kann als andere. Und das Problem sind dann die Regeln in dem System, sowohl der Deutschen Bank als auch die Gesamtregeln, die jetzt die Deutsche Bank ausnützt, aber nicht sozusagen in erster Linie Fehlverhalten Einzelner. Gut, also zweiter Akt, wir machen weiter wie vorher. Und den dritten Akt habe ich schon vor 2 Jahren genannt, Heulen und Zähneknirschen, woran man erkennt, dass ich als Ministrant vor einer bestimmten Bibelstelle immer, hat es mich geschreckt, es wird Heulen und Zähneknirschen sein. Das fand ich irgendwie sehr besorgniserregend. Und das war mein dritter Akt. Warum? Weil dieser Versuch, wir machen weiter wie vorher, wird scheitern. Davon war ich felsenfest überzeugt. Und habe auch beschrieben, durch welche Kombination das scheitern wird. Ich habe gesagt, wenn jetzt die Aktienkurse noch einmal ganz stark steigen, dann bereiten wir nur ein neues Absturzpotenzial auf. Und wenn die Aktienkurse noch einmal fallen und die Rohstoffpreise auch fallen und die Anleihenkurse von vielen Staatspapieren auch fallen und dadurch eine Rezession entsteht und wir sind meiner Ansicht nach mit Sicherheit am Weg in eine Rezession, dann trifft uns diese Kombination in einer Situation, wo der Staat nicht mehr gegensteuern kann und auch nicht mehr bereit ist, es zu tun. Und das erkennt man jetzt schon auch in kleinen Österreich, aber auch in anderen Ländern, dass im Gegensatz zu 2008 die Politik sagt, keine Konjunkturpakete, nicht nur keine Konjunkturpakete, sondern es sollen jetzt im Grunde alle europäischen Länder sparen. Griechenland sozusagen wird eine noch schärfere Sparkur verordnet, das ist gesamtwirtschaftlich für Europa nicht so bedeutsam, aber wenn jetzt wirklich zum Beispiel Italien ein Sparkurs praktiziert würde, der sagen wir nur in seiner Schärfe ein Viertel von dem hätte, was Griechenland gemacht hat, um das an einem Beispiel zu illustrieren, die Gehälter im öffentlichen Dienst werden nicht um 20% gekürzt, sondern nur um 5%. So wird aber wegen des Gewichtes der italienischen Volkswirtschaft innerhalb der Europäischen Union das die Krise massiv verschärfen. Und damit bin ich schon beim vierten Akt, den ich erwartet habe, more of the same. Das heißt, wenn eine Krise sozusagen den schrittweisen Zusammenbruch ist ein falsches Wort, ich mag das Wort Implosion, weil Implosion deutet an, sozusagen, es löst sich langsam auf, was da aufgebaut wurde, aber nicht sozusagen auf einen Schlag spektakulär, sondern in Etappen. Wenn also die Krise tatsächlich ein Implosionsprozess jener Spielanordnung ist, die sich in den letzten 40 Jahren entwickelt hat, dann wird auch das Lernen außerordentlich langsam erfolgen. Das heißt, ich habe erwartet, dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit viele Jahre lang, das kann man natürlich nicht sagen, wie lang, schneller sein wird oder höher sein wird als die Lerngeschwindigkeit der Eliten. Die Eliten lernen schon. Es ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, dass die Europäische Zentralbank nicht heute anders agiert, als man es vor 3 Jahren noch erwartet hätte. Wer hätte damals erwartet, dass die Europäische Zentralbank Staatsanleihen kauft? Sie hat es gemacht, weil, etwas boshaft von mir formuliert, aus Selbsterhaltungstrieb, weil die EZB würde natürlich verschwinden, wenn der Euro verschwindet. Und daher ist etwas, was mir eher Optimismus gibt. Das gehört zu den wenigen Dingen, nicht fair bemerkt, weil, das können wir dann in der Diskussion behandeln,
In einer Krise gibt es nur eine einzige Einrichtung, die nahezu allmächtig ist, sofern sie ihre Allmacht nützt. Und das ist eine Zentralbank.